Moinsen. Hallo, liebe Freunde von Workers and Resources Soviet Republic. Ja, ich habe eben gerade mal gecheckt, die letzte Aufnahme. Huhuhuhu, fast 1,5 Stunden. Ja, vergebt mir. Manchmal gehen die Pferde mit mir eben durch. Wir haben hier aufgehört. Ich nehme mal gleich mal den Ton wieder etwas raus hier. Oder etwas raus, ich mache ihn ganz aus. So. Um das hier zu beobachten. Nee. Nee, ich brauche doch ein bisschen was. Tut mir leid. Hier sind ja immer so zwei Striche. Ich hätte gern. Obwohl jetzt nur ein Strich ist, ist nichts zu hören. Also einer muss sein. Gehe ich gleich mal auf die schnelle Geschwindigkeit hier. Du sagst mal Bescheid. Und du sagst mal Bescheid. In der Zwischenzeit widmen wir uns hier dem Umbau. Und hoffen, dass wir das einigermaßen da wieder hingemuddelt kriegen. Kann natürlich gut sein, dass ich das hier jetzt auch noch wegnehmen muss wieder. Aber das werden wir gleich sehen. Den haben wir. Das geht relativ schnell hier, muss ich sagen. Ich fürchte fast, dass ich das hier auch noch wegnehmen muss. Aber jetzt mache ich mal den Ton noch mal aus eben. So, jetzt hört ihr mich wieder besser. Jetzt muss ich mal eben hier basteln. Wie sieht das hier aus? Da wollte ich raus und hier wollte ich noch mit durch. Ja, ich sehe jetzt schon. Ja. Hätte ich mal gleich ganz wegnehmen sollen. Wir versuchen das erstmal. So. Das habe ich mir gedacht. Ja, das muss noch mit weg hier. Ich hoffe, ich komme dann hier noch durch hier. Jetzt kommt er da nicht ran. Das heißt, ich muss mal eben die Richtung hier ändern. Einmal so und einmal so.
Und dann muss ich das jeweils, wenn einer fertig ist, muss ich die jeweils umändern wieder. So, jetzt wollen wir das mal beobachten. Jetzt kommt erstmal er hier. Er holt sich jetzt erst ein paar Leute. Drei Leute nur. Ach so, war ich ja. Na gut. Der jetzt weg? Wahrscheinlich nicht. Jetzt will ich das mal probieren, ob ich ihn nicht kurzfristig jetzt haut er wieder ab. Dann war noch der Kammers unterwegs. Das machen wir mal eben schnell. Also hinfahren, das kriegen sie noch hin. Weil wenn man, wenn der Wilch ja einmal getriggert wurde, dann dann geht's ja. So, die beiden haben wir jetzt. Das ist ja gut zu wissen, dass es so auch geht. So, jetzt machen wir wieder so rum. So können wir den Winter auch rumkriegen. 20 Arbeiter, jetzt kriegt er deswegen, sonst ist fertig mit seinem Bus. Da kommt er auch schon. Einmal kurz auf die Pause. Das können wir wieder abhauen. Jawohl. Und wir machen einen. So, ihr seid fertig. Wir brauchen zweimal, da sind zwei Stück. Einmal der und einmal der. Dann können wir jetzt schon wieder ändern. Weil sie ja unterwegs sind.
Da oben kommt der zweite. Das seid ihr fertig hier. Du bist doch der hier oben. Du bist für... Werden hier auch mechanische Bauteile? Nee. Wieso hat er das denn? Wo entlädst du denn die mechanischen in deiner Werkstatt? Und die kaufst du doch ein am Zoll. Alles klar. Dann brauchen wir das hier nicht. Das heißt, hier beladen und das andere weg. Ups, hier beladen, das ist einmal Essen und Kleidung. Und das hier geht weg. So. Muss ich auch mal umbenennen. Dann haben wir... Small Distribution. Ja, ihr wisst, was ich meine. Mit dem Alkohol. Das könnte eigentlich erstmal Pause haben. Würde ich mal so sagen. Nee, das braucht keine Pause. Dann kann das hier weg. Der soll das da unten hinbringen. In dieses Warenhaus mit den 100%. Das soll er dann weitermachen mit dem Zill. Und da geht das... Dann geht das hier raus. So. Dann bekommst du... Wo ist der andere? Wo ist der B1000? Hier. Du gehst jetzt mal kurz ins Depot, damit wir dich... verfügbar machen. So, dann so. Jetzt gehst du hier hin, beladen mit. Na, da ist das. Lass warten bis voll. Und dann gehst du hierhin und warten bis leer. Dann ist das erledigt. Dann haben wir die U-Shops. Der holt sich nur Alkohol. Den holt er sich künftig auch da von der
Station. Beladen, Alkohol bis 0. Und dann hatten wir noch die Linie. Einmal die Gefängnislinie. Und der sollte auch nicht warten, genau. So. Und der sollte sich nur Essen und Kleidung holen. Und das Warenhaus geht. Weg, genau. So, das haben wir erledigt. Dann haben wir hier noch Der fuhr die Linie. Dann komm du mal wieder weg. Dann geh du doch mal wieder hier rein. Habe ich hier mit Zitronen gehandelt. Geh mal weg. Und deine Linie. Der halt geht weg. Der halt geht weg. Beladen, warte bis voll. Entladen. Warte bis leer. Nicht, dass wir jetzt hier zwei hatten, die hier warten. Stimmt, der holt nur das und wartet nicht, blockieren sich nicht. Und das ist der andere. So, der ist das schon mal wieder gesichert hier. Und mit den Staplern. Ich könnte das auch mit den Staplern machen, das schaue ich mir dann an. So, zurück zur Straße. Jetzt lassen wir das erstmal hell werden. So. Okay, auf ein neues. Ja. Thank you.
Wieso muss der da so schief sein hier? Das macht noch mal ganz frisch hier. Muss ich das auch noch mal wegnehmen hier, oder? Ich fürchte fast. So kann man das, glaube ich. Doch, so kann man das lassen. So geht das. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir den...
Weg raus? Ja, genau hier. Ja. Das kann ich halten wie ein Dachdecker, Freunde. Ich muss da noch mehr wegnehmen. Aber wenn ich hier raus will, das wird dann nichts. Ich hoffe, ich komme hier noch durch, wenn ich das fertig habe. Wie weit wollen wir denn überhaupt? Ja, von wo willst du jetzt ganz? Komm, Freunde, das tun wir uns jetzt nicht an. Das tun wir uns jetzt nicht anders. Tut mir leid, da muss ich jetzt einfach mal ein P vorschieben. So. Ich denke, da habt ihr alle Verständnis für. Genau das habe ich mir gedacht. Genau das habe ich mir gedacht. Jetzt mir ist egal, das wird jetzt geändert hier. So. Dann haben wir schon mal dieses. Brücke könnte ich dann doch wieder. Ich habe doch schon mal diese andere gebaut hier. Nee, tu nicht unbedingt. Wenn die genau rüber passt hier. Das ist Unterführung. Bisschen knappig. Was haben wir noch? Ach, das sind die, die durchs Gebäude durchgehen.
Dann schauen wir doch noch mal, was wir da. Auch noch mal. Ja, da haben die Glück hier, obwohl das ist ja die Uni. So, mal gucken, ob wir den Dings auch hier den Pfosten da so ein bisschen in die Mitte reinkriegen. So viel dazu. Dann kann das hier nämlich schön verbunden werden. Genau. Das können wir auch schon mal mit Lampen machen. Genau. Steht so ein bisschen auf der Straße, ne? Ja. Wie ist denn das mit Stahl? Sieht das besser aus? Ist ein Tick besser. Ich schließe es auch gleich alles an. Setzen ist. Das ist mir jetzt egal. Ach, du solltest doch. Genau. Dann haben wir dies, dann haben wir jenes. Der Mast, ja, der ist so ein bisschen assi.
Aber den lasse ich so. Ja, dann würde ich sagen, das kann gebaut werden. Start frei. Und alles, was geht. Ich weiß nicht genau, ob das, ob die denn hier wegfahren können oder hinfahren können oder. Sind auch bald fertig hier. Ja. Pflanzen brauchen wir nicht mehr zu importieren. Einmal essen, zweimal essen, einmal Kleidung, Elektronik kommt über die Straße. Das heißt, dann können wir dann, wenn er hier einmal los ist, dann wird der den Job übernehmen. Und dann kriegt er eine Pause. Er konnte ja hier, glaube ich, nicht hin. So. Ach ja, Dings wieder anmachen. Ja, das hatte kosmetische Gründe hier eben, das habt ihr gesehen. Und ja, da bin ich dann auch frank und frei und um das ja dann so hinzukriegen, wie ich das möchte. So, Freunde, macht den Kram mal wieder fertig hier. Dann könnte ich auch mal in der Zwischenzeit hier unten etwas verkiesen. Kies. Und zwar ja, wo bin ich jetzt? Mich direkt verfahren hier eben.
Sieht das auch etwas besser aus? Hier haben wir auch gar nichts gemacht hier mit irgendwelchen Dekos. Da können erstmal ganz schnell zumindest ein paar Büsche rein. Ich habe auch hier wieder was weggenommen durch meine Umbauaktion. Ach ja, und bevor ich es vergesse, muss ich die mal wieder umändern hier. In so. So, genau. Ja, jetzt dürfte das Anti mal wieder fertig machen hier. So ist das hier eigentlich schon erreichbar, das wundert mich. Ja, die Kreuzung wird wohl noch spaßig werden, schätze ich mal. Ich wollte mich eigentlich um mein Dings kümmern hier, um mein... Na gut, kommt gleich. Wieso heißt das Wohngebäude denn hier Vulkan Dings da? Die heißen hier alle so. Da muss ich mal ein bisschen was mit meiner Dings machen, mit meinen. Drei Jori. Drei Jori soll das heißen. Jo, jetzt seid ihr hier alle drin, jawohl. Und was hast du alles drin? Genau, dann ist das 3 Jahre. Jo, das kann so bleiben. Das ist Brasspöne, Holzwirtschaft und Vulkan, was? Vulkan der Dini. Ja, dann haben die hier schon angefangen mit ihrer Arbeit hier. Sehr schön. 1, 2, 3, 4 Trecker. Und wir haben noch lang und schmutzig Krams. Dann könnt ihr auch mal
das hier fertig machen. Habe ich mich ganz vergessen. Ja, dass die sich dann hier um genau, ah ja. So, jetzt sollt ihr hier noch mal. So, Entschuldigung. Hier entladen, pflanzen, beladen, essen. Hier rein. Entladen, essen bis 100%. Und Alkohol auch, so. Kleidung kommt ihr nicht hin, genau. Oder kommt ihr da doch hin? Ne, es sind ja Innenstoffe, egal, so gut. Die werden ja hier ab. Die werden hier abgeladen, genau. Die werden direkt geholt. Alles klar, gut. Sowieso, wie sowieso. Wer ist der Essenholer? Das ist Kleidung. Und Essen. Da sind zwei Schiffe, meine ich, drauf. Dann komm du mal hierher. So, und der hat noch, und das schauen wir uns dann gleich an. Eventuell muss dann noch mehr Staplerverkehr hierher. Davon wollte ich mir eh noch mal einkaufen hier. Es kann sein, dass ich den mir nochmal durch Beschiss holen muss. Und zwar, das sind abgedeckte Ladefläche, Gesamtkapazität. Nee, doch nicht. Ich dachte. Kommt nochmal mit einem her hier. So, ihr seid hier mit zweien dabei. Gut, dann soll das so bleiben. So, da gehen jetzt ein paar Leute hin. Soll ich hier noch erhöhen, hier die Reichweite? Nee. Obwohl, ich könnte ja.
Ich mach das mal eben. Hier mit Lampen. Der Tunnel noch gar nicht fertig, oder was? Ein bisschen zu früh. Aber gut. Wenn das hier fertig ist, hohe Priorität. Und Bescheid sagen, dann kann dann der Rest hier gemacht werden, weil ich möchte, dass das Radio erreichbar bleibt. Weil die Dings geht hier auch runter, sehe ich gerade hier. Das war schon mal auf 70. Also es kann jetzt hier auch mit den Straßendings hier zu tun haben. Upsa. Ich könnte auch mal wieder ein bisschen Ton anmachen. So, da haben wir das wieder. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob hier nicht bald mal Nahrung einspringt. Das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern hier. Zehn Tonnen Ziegel kommen noch von 19. Dann bin ich da guter Dinge, dass wir da bald durch sind.
Alles, was Druckrohre freist, ran hier. Zack. Ruhe und Bescheid sagen. Der ist auch fertig. Ja, ich fürchte, das ist wieder eine längere Folge. Der ist auch durch. Ach, das ist der, ja, genau. Dann können wir eigentlich auch die jetzt eben durchverbinden hier. Nee, können wir nicht. Komm, nochmal auf die Schnelle. Ich will jetzt eben die Straßen hier fertig haben und dann werde ich sehen, was sich hier tut. Ach so, habe ich. Das habe ich noch gar nicht begutachtet, hier noch gar nicht bewundert. Schaut mal. So ganz nebenbei. Ganz nebenbei ist das Ding hier fertig geworden. Können wir auch noch wieder einen Weg umzumachen, weil hier noch so viele schöne Türen sind. Habt ihr überhaupt Zugang zum Müll? Sieht mir nämlich nicht so aus. Hier ist einer. Oh, der kann noch mehr Biomüll nochmal. Eins, zwei dazu. Das ist ein Plastik. So, das Pflügeln, alles klar, dann hat der hier keinen. Jo, das werden wir doch mal ändern. Jo, sehr schön.
Die Schule wird saniert. Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist hier. Ich fürchte, die Folge geht wieder etwas länger als gewohnt. Damit wir durch Biomüll läuft über. Biomüll. Das geht schon relativ zügig hier, muss ich mal so sagen. Holla, die Waldfee. Der muss hier bald mal für Nachschub gesorgt werden. Das mache ich aber nicht mehr in dieser Folge. Hey, noch 3 Arbeitstage, dann kommt doch mal an hier. Bumm. Tunnel fertig. Jetzt haben wir es dunkel. Das ist der beim Radio, genau. Da wollten wir noch den Rest hier durch verbinden. Einmal so. Einmal so. Den hier. AVO Prio. Wenn der fertig ist, dann das letzte Stück hier. Dann ist das durchverbunden. Alles fertig. Wie ist mit der Straße? Das ist hier auch schon durch, hier sehe ich gerade. Dann können wir hier voll. Dann ist das erledigt. Und den letzten Zippel hier noch. Genau. Jetzt wollen wir mal abwarten, wie das aussieht mit dem mit der Erreichbarkeit. Und dann soll das gut gewesen sein für heute. Es ist schon wieder eine sehr lange Folge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich wiederhole mich.
fürchte ich. Ei, und ich habe kein Geld mehr. Da müsste es auch mal einen Alarm für geben. Wie lange ist denn das schon? Ja. Eins, zwei, drei. Wieso sind da so eine Assi-Summen dabei, die ich... Hä? Ach so. Na gut. Hat hier noch irgendwas an Schildern stehen? So, Freunde der Sonne. So kann man schön abwarten. Da wird schon wieder was saniert, sehe ich gerade. Aber mit dem Müll, das muss ich mir in der nächsten Folge anschauen. Das da, ich glaube, da muss etwas verbessert werden. Ja, noch diese vier Baustellen. Kommt schon. Ich will doch jetzt wissen, wie weit die Fußgänger da reinreichen.
Kein Biomüll, das wundert mich jetzt aber. Hatte ich hier nicht eine ein Overlay hier mit Müll? Genau. Hier war der problematische. Schaut mal. Und schon wieder voll. Das heißt, hier muss Abhilfe her. Hier muss schnellstmöglich. Ja, kriegen wir hier noch einen rein? Hier wahrscheinlich nicht. Jetzt, wo ich gerade die Wege verbessert habe. Ja. Krebs, da hast du dir wieder ein Ei gelegt. Den hätte ich doch hier. Ja, da habe ich den durchgequält hier den Weg, das weiß ich noch. Oder wollen wir einen kleinen nehmen? Warte mal. Ich könnte doch welche hiervon reinbuddeln, aber die kann ich nicht sortieren, obwohl, ja, mit Sondermüll rechne ich ja eigentlich nicht. Ich habe die noch nie gebaut, von daher setze ich ja mal welche rein hier. Und hier auch. Und dann muss ich die. Etwas schief. Aber schiefes Englisch. Das ist modern. Mein Vater hat mal gesagt. Jetzt haben wir hier den und hier den. Probleme machten wir ja nur hier. Es würde also jetzt keinen Sinn machen, da jetzt weiter weg noch was. Ich mache die beiden erstmal hier. Und dann muss ich die Abholerei noch verbessern. So, die Straße ist fertig. Wie sieht sie aus? Gar nicht mal so übel. Geil.
So, du bist doch gleich fertig hier. Komm, ihr beiden noch. Der ist fertig und er ist fertig, jawohl. So. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Die sind hier schon fertig. Die haben genug Leute hier auch drinne. Fußläufig erreichbar bis hier hinten hin. Gut. Wo steckst du? Du fährst gerade. Die Linie wird sofort geändert. Sofort geändert. Von Na, entladen, essen, bei den Docks. Beladen. Essen. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass der mir jetzt hier die ganze Nahrung rauszieht. Aber das würde ich sagen, beobachten wir in der nächsten Folge. Warten bis voll. Du sollst zu 100% beladen werden. Gut, dann würde ich sagen, ich beobachte das mit dem Essen. Ja. Und ja, lange Folge gewesen wieder. Tut mir leid, wenn wem das zu lange ist. Aber ich wollte jetzt auch mal ein bisschen was beschickt haben. Ich lasse das hier noch ein bisschen weiterlaufen. Jetzt haben wir April. Ich will noch schauen, dass ich hier das andere Ding hier fertig kriege. Und zusehen, dass ich dann hier einen Tanker reinmache. Das heißt, die beiden Tanker, die hier drin sind, können dann hier rein und hier mache ich dann Sprit, Nahrung, Pflanzenexport, indem ich dieses Lager leer halte. So, das ist so meine Vorstellung. Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch mit dieser Überlänge hier, mit der langen Folge. Ja, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss.